Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video zu unserer Playlist Sex ABC. Das Wort, um das es heute geht, befindet sich wie immer in diesem kleinen Kästchen und wir schauen jetzt mal, was da heute für euch drin ist. Heute geht es um den Buchstaben R und es geht um die Regenbogenfamilie. Was das genau ist, das erklären wir euch in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht's euch gemütlich und los geht's. Die Definition einer Regenbogenfamilie ist eigentlich sehr einfach. Und zwar ist es eine Familie, in der nicht heterosexuelle Eltern mit ihren Kindern gemeinsam leben. In Deutschland leben Schätzungen zufolge ca. 35.000 Kinder in Regenbogenfamilien. Und Kinder in Regenbogenfamilien nennt man oft Regenbogenkinder. Es gibt völlig unterschiedliche Konstellationen von Regenbogenfamilien. Es könnte zum Beispiel sein, dass zwei Frauen mit ihren Kindern gemeinsam als Familie leben. Dabei können die Kinder aus früheren heterosexuellen Beziehungen sein, es können Pflegekinder sein oder die Kinder können zum Beispiel über eine Samenbank gezeugt worden sein. Manchmal spielen in solchen Familien die Väter der Kinder eine Rolle, also eine aktive Rolle, und sind dann auch Teil der Regenbogenfamilie. Natürlich gibt es auch Regenbogenfamilien, in denen Männer mit ihren Kindern gemeinsam leben. Letztlich sind die Konstellationen und das individuelle Familienleben in Regenbogenfamilien genauso verschieden und einzigartig wie in allen anderen Familien mit heterosexuellen Eltern auch. Das war jetzt natürlich so ein bisschen die enger gefasste Definition von Regenbogenfamilien. Wenn man den Begriff Regenbogenfamilien etwas weiter fasst, dann fallen natürlich alle Familien darunter, wo mindestens ein Elternteil in irgendeiner Form queer ist.